Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Hans und heute zeige ich euch mal die Xbox Beta App auf dem PC. Die Xbox Beta App kannst du ganz normal über den Microsoft Store unter Windows 10 herunterladen. Wichtig ist hierbei nur, dass du auf jeden Fall Windows 10 im Einsatz hast. Im Windows 10 Store kannst du dann einfach nach der Xbox Beta App suchen und dann diese hier installieren und dann direkt ausführen. Kommen wir nun ganz kurz zu einer Übersicht. Wie sieht die Xbox Beta App aus? Warum heißt sie eigentlich Beta? Ganz einfach, weil das Ganze noch nicht ausgereift ist, sondern sich alles noch im Beta-Status befindet. Und vorteilhaft ist es hier natürlich, aber nicht zwingend erforderlich, wenn du einen Xbox Game Pass für den PC hast. Oder vielleicht hast du sogar den Ultimate Game Pass, dann lohnt sich das natürlich ebenfalls für dich. Denn ich zeige dir jetzt, wie du dann hier in deiner Beta-App den Xbox Game Pass öffnen und natürlich auch Spiele herunterladen kannst. Zunächst ist es einmal wichtig, dass du dich hier mit deinem Gamertag, unter dem dein Xbox Game Pass läuft oder dein Ultimate Pass, hier natürlich angemeldet bist. Nachdem du dich angemeldet hast, hast du dann natürlich hier Zugriff auf den Xbox Game Pass für den PC. Hier sind natürlich verschiedene Spiele drin, wie sie auch auf der Xbox verfügbar sind oder natürlich aber auch Spiele, die es nur auf dem PC gibt. So, das ist der Reiter Game Pass. Dann hast du den Reiter Social. In Social sind all deine Freunde, die du mit deinem Gamertag verknüpft hast, schon hinterlegt. Diese kannst du dann hier abrufen und dann kannst du hier natürlich auch Nachrichten schreiben oder auch mit denen chatten. Dann hast du hier nochmal den ganz normalen Windows Store. Allerdings ist es hier so, dass du hier nur Spiele aus dem Store angezeigt bekommst. Das heißt, hier werden keine Apps aufgeführt, sondern nur rein die Spiele. Kommen wir nun auf die linke Seite. Hier auf der linken Seite werden deine installierten Spiele angezeigt und hier kannst du sie auch verwalten. Das heißt, wenn du jetzt hier auf die drei Punkte gehst, kannst du hier das Spiel starten, Details anzeigen, nach oben verschieben. Das heißt, du kannst hier deine Spiele auch eigens für dich nochmal nach Favoriten anzeigen lassen und du kannst hier auch Spiele sauber deinstallieren, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, denn man will ja nicht immer alles drauf haben. So, wenn du das dann hier hast, kannst du hier unten auch die ganze Liste etwas verkleinern, dass quasi die Games nur klein angezeigt werden. Allerdings gefällt mir diese Ansicht besser. Dann hast du hier oben noch die Möglichkeit, alle Spiele, installierte Spiele anzeigen zu lassen. Also du gehst auf alle Spiele, dann hast du hier wie so ein Menü, dann hast du hier alle Spiele, installierte Spiele, die Warteschlange kannst du dir hier anschauen oder eingreifen, wo erforderlich ist. Das heißt, wenn hier irgendwie ein Problem auftritt, kannst du dir das hier anzeigen lassen. Wenn du über einen Xbox Game Pass verfügst für den PC oder halt den Ultimate Pass. Der Ultimate Pass, kurz für die, die es nicht wissen, beinhaltet den Game Pass für die Konsole und den Game Pass für den PC und zusätzlich noch Xbox Live Gold, was auf der Xbox erforderlich ist. Das nur kurz zur Erklärung. Hier hast du jetzt die Möglichkeit, wenn du weißt, wir haben Wolfenstein ist derzeit im Game Pass, dann können wir sagen, such mir mal bitte Wolfenstein und dann findet er hier alles mit Wolfenstein. Jetzt wissen wir aber, dass Youngblood und The New Colossus derzeit im Game Pass sind. Das heißt, du hast dann hier die Möglichkeit, durch den XGP, diese kleine Abkürzung, das zu sehen, dass das Ganze im Game Pass ist. Also für dich auf jeden Fall eine kleine Stütze. Nur, falls du das noch nicht wusstest. Das war es auch schon fast, aber wir haben hier oben noch die Glocke. An der Glocke kannst du dann natürlich Benachrichtigungen sehen. Dort wird auch eingeblendet, wenn neue Spiele im Game Pass verfügbar sind. Also, ich denke mal, kurz und knapp, die Xbox Beta App auf dem PC erklärt. Allerdings, wie gesagt, nur für Windows 10. Das Ganze gibt es nicht auf der Konsole und auch nicht auf einer anderen Windows-Plattform, Windows 7 oder Windows 8 ebenfalls nicht, nur auf Windows 10. So, das soll es gewesen sein für den kleinen Xbox Beta Rundgang durch die App auf dem PC. Ich hoffe, das Ganze hat dir ein bisschen geholfen. Wenn dem so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal hier völlig kostenlos, damit du diese Videos auf keinen Fall verpassen kannst. Ja, des Weiteren wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend oder eine gute Nacht, wenn du jetzt zu Bett gehen solltest. Solltest du zu der App natürlich noch ein paar Fragen haben, dann wie immer ab damit in die Kommentare. Und jetzt bleibt mir nur eins zu sagen. Euer Hans ist raus. Cheers.